Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Kerzern die Festung an der Grenze verlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Blatt sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesen Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit vier übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandermalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch der Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen sie oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Ich glaube, den Text habe ich schon mal vorgelesen. Aber wieso hebst du diesen Zettel nicht auf, Ethan? Wieso hebst du ihn nicht auf? Herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Village. Und wir haben fast keine Munition. Ja, der letzte Part, der ging schon übelst ab. Wir sind nämlich in... Kann ich das auf der Karte sehen? Wir sind nämlich Richtung Heisenberg. Der ist da schon oben. Ganz in der Nähe. Wir sind hier nämlich in die Höhle der Löwen gekommen. Oder eher in die Höhle der Werwölfe. Denn es wimmelt hier nur von denen. Ich kann euch ja mal einen kleinen Sneak Peek geben. Von da sind wir im letzten Part gekommen. Wenn ihr den letzten Part verpasst habt, dann sollt ihr das auf jeden Fall nachschauen. Seht ihr das mal an? Die haben heute anscheinend sehr, sehr viel Hunger. Und deshalb sollten wir extra viel in Acht nehmen. Da sind schon ein paar starke dabei. Viel stärkere Werwölfe. Außerdem habe ich richtig viel Munition verspielt. Ich weiß nicht, können wir... Wir haben nur Scharfschützenmunition. Das ist ja so traurig, oder? Wir haben nur Scharfschützenmunition. Gut, hier die zwei auch jetzt noch, aber... Trotzdem, ein bisschen mehr auf Parat. Würde mich etwas erfreuen. Ja, wir sind im letzten Part. Also ich habe das im Schnitt gemerkt. Ich merke sowas ja eigentlich nie. Ich will da eigentlich nicht runterspringen. Ich merke sowas ja eigentlich ja nie während des Videos. Aber im Schnitt. Das ist nicht gut. Aber ich. Digga, was will der denn von mir? Lass mich doch mal chillen. Der Part hat gerade angefangen. Ich habe sehr, sehr wenig geredet im letzten Part. Weil ich sehr viel mit Kämpfen beschäftigt war. Kann ich da eigentlich durch? Nö, wieso noch? Aber jetzt... Bist du geistesgestört? Der nimmt hier einfach diese Felsen. Ich habe im letzten Part fast gar nicht geredet, weil ich die ganze Zeit mit Kämpfen beschäftigt war. Ich habe nur richtig dumm in die Kamera immer geklotzt. Und schon keine Munition wieder mehr. Wo sind denn die Rohrbomben hier auszusetzen? Hallo. Keine Ahnung, wie man das nennt. Geziefer. Oh fuck. Zählt das? Ich glaube nicht. Es kommt seine Gefährten oder wie? Du bleibst da oben? Nö. Keine Lust wohl. Ich habe jetzt schon wieder alles vergessen, was ich sagen wollte. Hilft das? Ich habe so meine Bedenken dabei, dass es getroffen hat. Aber irgendwie, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie voll dumm, weil der trifft mich nicht. Aber sein Blut auf seinem Hammer verspricht was anderes. Digga.
Was machst du eigentlich für Wirbelattacken? Nee, 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 das ist keine gute Idee. Lass liegen, lass liegen. Das habe ich noch. Kann ich jetzt irgendwas craften? Nö. Komm, das kann ich craften. Mach voll, komm. Wir bringen den mit Rohrbomben um. Wo ist der Scheiß jetzt? Ah, das deckt sich nicht. Das klatschen wir darauf. Und das klatschen wir darauf. Und du wirfst das nicht? Nein. Ganz böse Hund. Ich habe wieder keine Munition. Habe ich die Adler getötet? Ich habe keine Munition mehr, das ist das Einzige, was ich machen kann. Ich finde ja auch keine Munition mehr, ich habe wieder nichts. Wir haben wieder das gleiche Problem. Wir haben wieder das gleiche Problem wie bei Murray. Wir hatten gegen Ende einfach absolut keine Munition mehr. Doch, da, Scharfschützmunition. Wir können was herstellen. Aber was stellen wir denn her? Ich finde das hier komplett unübersichtlich. Wie viel kann ich davon herstellen? Besser, Blendgeschosse. Stimmt, wir haben ja die Waffen ja auch noch. Schnellausrüsten mal hier. Granatwerfer. Das, ne? Wir haben kein Explosivgeschoss. Aber das ist für einen Granatenwerfer, oder? Ja. Es blendet halt nur. Beziehungsweise wird von seinem Hammer abgestoßen. Aber irgendwie habe ich ihn gar nicht geblendet. Er greift immer weiter an. Ja, jetzt haben wir noch Sniper-Muni. Und da ist er tot. Mit einem Headshot am Ende ist er gestorben. Was ist das denn für ein Partbeginn? Kristallener Hammer. Ja, wie soll ich den jetzt mittragen? Kristallener Hammer. Okay, das kam unerwartet tatsächlich, aber der ist jetzt down. Moment, ich pausiere mal. Ich habe eben jetzt eine neue Aufnahme gestartet, weil ich Angst habe, dass mein PC abschmiert. Komme ich da hoch? Nö. Und der Boss weg ist. Aber das Ding ist, wenn du keine Munition mehr hast, dann war es das für dich. So ein ähnliches Problem hatten wir tatsächlich auch schon bei Murray. Oder Moreau, glaube ich, heißt der. Ist, glaube ich, ein R, wie ich herausgefunden habe. Und das sind sehr, sehr viele Kristalle, ne? Kristalle. Na, ich hoffe, wir kommen noch einmal zum Duke. Großer Kristall. Wo wir das dann alles verkaufen können. Aber wo sind wir hier denn? Bin ich hier in einem Bergwerk? Ich meine, allgemein ist das eine Fabrik hier. Eisenberg hat da seine Fabrik. Ist richtig dumm, dass ich das jetzt alles mit der Sniper holen muss. Aber ich habe sonst keine Munition. Aber ist da unten ein Bergwerk? Aber irgendwer muss ja dann arbeiten auch, oder? Und ich bezweifle, dass das die Werwölfe machen. So, haben wir hier jetzt alles? Ich hoffe mal. Und ich hoffe auch, dass die nächsten nicht so schnell kommen. Das geht nach unten. Es geht nach unten. Schatz unter der Festung. Aber wir sind da wieder in Richtung. Wir gehen ja wieder von Heisenberg weg. Wir gehen wieder Richtung Dorf.
Kannibalenbeute. Schatz unter der Festung. Ja, aber ich glaube, wie gesagt, wir sind jetzt unter der Festung und wir werden auch noch nach oben gehen. Ein Safe Room würde ich mich jetzt freuen, ja. So sieht es, glaube ich, auch aus. Graut. Was war das da? Keine Ahnung. Alter. Ja, Heisenberg spielt mit uns. Ich sehe schon. Er spielt so hart mit uns. Wir können auch nicht zurück, weil Ethan zu dumm ist, diese scheiß Klippe da wieder hochzuklettern. Und hier ist kein Speicherpunkt. Torso. Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Warte, wir müssen jetzt hoch. Verdammt. Flakons zum Altar bringen. Wir müssen jetzt da hoch, wo wir die anderen drei auch platziert haben, bei Teuk, aber dann ist Teuk sicher nicht mehr da. Verbotener Wald. Das heißt, wir laufen da jetzt einfach nur noch durch. Guglielmos Teller. Was ist das jetzt? Sicher ein das da. Ja. Hallo? Ein antiker Teller aus dem Besitz Guglielmos, einen der vier Gründer, sehr wertvoll. Es ist gerade draußen sehr, sehr laut, ich hoffe, das hört man nicht. Das Mikrofonausschlag habe ich eigentlich gar keinen. Und das ist Mutter Miranda und ein Kind. Ist das Rose? Nein, eigentlich kann es ja nicht sein. Was ich auch komplett vergessen habe. Ne, ich glaube, da kommt keine mehr, oder? Oder muss ich da snipern? Weil Sniper-Munition habe ich danach. Weil wir. Aber wir hatten keinen Speicherpunkt, also von dem her. Schatz unter der Festung. Also das ist der. So easy, lol. Boah, hat mich das erschreckt, dass das zum Wasser gekommen ist. Was hat sich da geöffnet? Ich wollte noch was labern. Mutter Miranda hat ja am Anfang den Leuten aus dem Dorf geholfen. Schon lange her, dass wir das erfahren haben. Aber es ist so. Und was ist passiert? Pilz hat sie erreicht oder so irgendwas. Und wir werden hier nicht angegriffen. That surprised me. Da geht es anscheinend auch nicht lang. Geflügel, ja, wir kommen jetzt da raus. Was ich mir schon vorhin immer gedacht habe. Warte. Was ist jetzt da unten? Als ob man diesen Bereich hier einfach skippen könnte. Oder komme ich nicht da hoch? Ist das zu? Kann ich das von innen gar nicht benutzen? Und wie gesagt, ich höre die Laute da draußen sehr laut, aber wenn das Mikrofon bei OBS nicht ausschlagt, wenn ich nichts sage, dann wird das wohl schon passen. Notizen zu Cadeau-Implantation. Probanden 174 bis 181. Proband 174. Mihai, Merkmale 21 männlich. Silberschmied. Wir kennen einen Silberschmiedenschlüssel. Name aus einer Lungenentzündung. Von einer Lungenentzündung. Ergebnis der geringe Kompatibilität. Cadeau konnte nicht wachsen.
Also ist Kadu nicht dieser embryoartige, dieses embryoartige Wesen, was wir gesehen haben in einer der letzten Parts. Im vorletzten, glaube ich. Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung, typische Anzeichen eines Lycans. Die Weide geschickt. Bernadette B. Merkmal, weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung. 21 tot. Bernadette B. Nein, Mihai ist M. Ist das More? B ist, Beneviento. Und D ist Dimitrescu. Ja, 44. 21. Gut, bei More würde ich jetzt nicht behaupten, dass das passt. Bei Beneviento schon. Merkmal, 44 weibliche Nachkommen aus Adelsgeschlecht. Ja, die drei Töchter. Nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse, sehr gute Kompatibilität. Kein Wahrnehmungsverlust. Man kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert. Und zur Beobachtung entsandt. Das heißt, die hat bestanden. Beneviento, also Donna, ist gestorben, hat aber irgendwie im Tod noch Angie, ihre Puppe, kontrollieren können. Und More wurde auf die Weide geschickt. Eine typische Anzeichen an Lycans. Okay, ist Lycans, also das, dass er sich irgendwie in was verwandeln kann. Rohrbombe, Flintmunition. So, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich hier einen Schlüssel finde für da oben. Aber das ist hier anscheinend wirklich nur optional. Aber irgendwas ist hier noch. Irgendwas habe ich übersehen. Da, Foto eines Geisterfischs. Ich habe nur Flintmunition, lass mich. So, das war sie. Weg. Digga, schieß doch! Spaten. Nichts hier weg, nichts weg. Diesen Schatz, Louis' Erbstück, genau. Das ist bei Louis, das ist was komplett anderes. Da wollten wir wegen eines bestimmten Tiers ja nicht hin. Oder Monster oder Wesen oder was auch immer das gewesen ist. Ich glaube, mit der Sniper ist das etwas einfacher. Aufschließen. Als ob das nur sowas zum Drehen ist. Das hätte ich theoretisch auch von außen machen können. Das hätte ich einfach meine Hand durchstrecken können. Aber was erwartet man von Ethan? Hände hatte er nicht sehr viele. So, ist hier jetzt auch noch was hier? Ich sehe es halt nicht, ne? Kann also überall Kraut versteckt sein. Richtig asozial, ne? Da, lol. Ich hab's gesagt. Ja, okay, ich hab's gewusst. Was hat er geknattert? Ich möchte jetzt eigentlich zu Duke hoch. Holen wir den Schatz? Ich sehe da jetzt auch nicht die Bestie. Ich wollte eigentlich zu Duke jetzt hoch. Wo kann ich das speichern? Da. Ich wollte eigentlich zu Duke hoch, um mich da jetzt irgendwie auszurüsten neu. Aber da wartet Heisenberg ja bestimmt auf mich, oder? Habe ich das hier eigentlich schon geklärt? Nein. Hallo? Habe ich das nur nicht geklärt, weil ich... weil ich die Säcke hier nicht zerstört habe? Nein, irgendwas ist hier noch. Ah, hier. Nein, immer noch was. Versteh's nicht. So, jetzt. Das ist ein Falschknopf.
Das erfreut mich auch, dass ich hier Munition habe. Und ich habe hier irgendwas gehört. Der ist anscheinend doch hier. Aber ich sehe ihn nicht. Da oben ist er. Ja. Wo soll ich hin? Der flüchtet da jetzt nach oben. Richtiger Schisser da oben, hä? Ich hab gedacht, du kommst da nicht rein. Und da ist die Pistolenmunition wieder weg, die wir gerade gefunden haben. Man konnte auch übrigens das schon früher holen. Luises Erbstück. Und da war dieser Knecht doch nicht da. Aber das wusste ich halt beim besten Willen nicht. Ist der jetzt da hinterm Tor? Ich habe ihn gehört. Und da ist er. Ja, genau. Digga, ich könnte kotzen. Jetzt hab ich. Jetzt ist der umgedreht. Ich habe die Minen selbst ausgelöst und jetzt drei Sachen verplempert. Wieso? Hä, wo ist der jetzt hin? Ist einfach disappeared. Hä? Der ist so scheiße, ich sag's euch. The show must go on. Ja, ja, chill mal. Kann ich jetzt vorher noch zu bei Duke ein bisschen was verkaufen und kaufen? Ist Duke noch da? Schickt er mich jetzt da hoch? Ich habe gedacht, er leitet mich jetzt zu Duke. Dann ist der dumm, ich sag's euch. Der hat keine Ahnung, wo ich hin soll. Das hätte er aber vielleicht ein bisschen umstellen können. Aber nee, wieso noch? Duke ist noch da tatsächlich. So. Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. So, Plot Twist. Duke ist Heisenberg. Stets zu Diensten. Das wär's jetzt, oder? So, ich habe da sehr, sehr viele Kristalle. Ich hoffe, das sind alle, die wir so finden können. Den auch. Gelbquarz. 10k. Kristallner Schädel. Kristalle haben wir nur 35k. Okay. Ja, kombinierbar, aber. Das habe ich ja eh schon verkackt, oder? Komm, verkauf. Stahl. Irgendwas kann ich nicht lesen, weil ich nicht intelligent bin. Der antike Teller. Aus dem Besitz Guglielmos, einem der vier Gründer. Wer sind diese vier Gründer jetzt schon wieder? Ich habe keine Ahnung. Prächtig. Was das wert ist. Du sollst mir fucking Munition geben. Was ist mit dir? Ja, wir haben verloren. Wieso hat er denn nichts? Bin ich dumm? Ich hab so viel Geld. Ich hab so viel Geld. Und dann Essen ist Leben. Verkauft er einfach nichts. Was ist das? Die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Oh, der beim Blocken den Schaden fängt. Die maximale Gesundheit steigt. Komm, das machen wir jetzt mal.
Besitz. Ja, das geht doch, oder? Hä? Bestätigen. Ah, danke. Das ist sehr, sehr verwirrend aufgebaut. Und mehr kann ich auch nicht holen. Geil. Ja. Hä? Wieso verkaufst du denn wenn nichts? Du willst, das wird ein Festmahl werden. Ja. Die werden mich essen. Wirst du sehen, ne? Ja. Ja, das war's dann, Leute. Ich werde noch irgendwas upgraden müssen. Upgraden, habe ich gesagt. So. Feuerrate. Na. Das so da. Eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Ja, Nachladegeschwindigkeit bringt sich halt nichts, wenn man keine Munition hat. Zu hungern heißt zu leben. Was? Ah, schon gut, das war's. Hallo, wieso kann ich da nicht draufklicken? So ist da, habe ich doch gemacht. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Danke für deine Treue. Ja, jetzt müssen wir den letzten Flakon einsetzen. Haben wir Lust drauf? Nicht so wenig. Munition hat echt nicht, ne? Aber wir müssen. Flakon Torso. Ein Glasbehältnis mit dem Pferd- und Hufeisensiegel. Auf dem Etikett stehen Rose, Name und das Wort Torso. Kelch des Giganten.